herzlich willkommen bei Ulm ist international, dem gastronomischen Live-Talk. Heute aus dem Shalimar in Ulm. Und hier servieren die Gastgeber Chawez, Chaudhry und Rizwanah mit ihren Gästen indisch-pakistanische Köstlichkeiten aus der Punjabi-Region. Was die beiden Länder zusammen, was die beiden Länder verbindet und welche Facetten es vielleicht gibt, das wollen wir heute herausfinden. Und wir wollen natürlich die Gastgeber kennenlernen. Bitte begrüßen Sie mit mir Chawez Chaudhry und Rizwanah Ahmed. Einmal außenrum bitte. So. Ja, vielen Dank, dass wir heute bei euch sein dürfen. Hier im Shalimar, das es seit 2015 hier gibt. Und natürlich dieser klangvolle Name Shalimar. Wir wollen natürlich erstmal herausfinden, warum ihr euch für diesen Namen entschieden habt. Also, mir gefällt dieser Name deswegen. Vorher hat jemand also was Größeres also diesen Namen entschieden. Das war der Shah Jahan, der König in Indien, Pakistan. Damals war er alles zusammen. Und der hat einen Garten in Lahore, in Pakistan. Und so wie Taj Mahal in Indien. Und der hat also diesen Namen erfunden. Der ist nachts also spazieren gegangen in den Mondschein, einfach in den Garten mit seiner Frau. Und weil dieser Mondschein heißt Shalimar. Und da entstand dieser Name Shalimar. Sehr, sehr schöner Name. Und ihr habt ein besonderes Konzept, beziehungsweise euch war sehr wichtig, dass hier wirklich ganz traditionelle Speisen in der Karte stehen und auch auf den Tisch kommen. Erzählt doch mal ein bisschen, was erwartet die Leute, wenn sie bei euch essen? Was gibt es Besonderes? Also wir haben heute normalerweise, wir haben über 150 Gerichte, aber wir haben heute so entschieden, also wir bringen vier verschiedene Essen und dann zwei verschiedene von Gemüse und dann eine von Hähnchen, eine von Rindfleisch. Und dann wir haben auch von Rindfleisch mit eine Currysoße gemacht, also Currysoße ist immer gelbe Soße und dünne Soße. Und dann eine von Hähnchen wir haben gemacht mit Masala-Soße. Masala-Soße ist immer eine Mischung von verschiedenen Gewürzen und dicke rote Soße. Und dann also ist ein bisschen scharf. Und von Gemüse wir haben einen also ein bisschen Sauce gemacht mit Kokosnuss und Sahnesoße. Und ein Essen wir haben also mit Kichererbsen gemacht von also die Garten. Vier verschiedene Essen. Das gibt es nachher, das klingt schon mal lecker. Ich hoffe, Sie halten das jetzt noch eine Weile aus, bis es soweit ist. Aber sonst auf eurer Karte, man findet ganz toll klingende Sachen, zum Beispiel Muligatani-Suppe. Das ist eine Suppe, rote Suppe, sehr exotische Suppe. Der hat die verschiedenen Kombinationen. Das, wenn wir machen also mit Hähnchen. Und dann mit Reis auch noch und der ist immer auch mit der roten Farbe und immer scharf. Okay, was auch immer wieder zu finden ist, ist der Tandoori-Grill. Tandoori. Oder was genau ist eigentlich Tandoori? Das ist ein Lehmofen, also was eigentlich in Indien und Pakistan gibt. Vorher war ja ziemlich viel Boden drin und jetzt ist einfach so eine... Entschuldigung. Kein Problem. Schluck Wasser trinken. Trinken wir alle mal. Es ist auch sehr warm hier, das wird man nachher nicht sehen, aber es ist sehr warm. Zum Wohl. Und das ist einfach ein Ofen, der mit dem Gas so funktioniert und ist genauso wie, dass man grillen tut. Mhm. Ja. Das haben wir also aus England bekommen. Das heißt, was wird darin zubereitet? Also die sind alle, also wir haben verschiedene Grill, also wir haben verschiedene Grill, zum Beispiel wir haben also mit Mixed Pickle Soße, mit also Mint Soße und dann wir haben auch andere Soße. Die wir machen so, also wir lassen also marinieren für 2-3 Tage und dann also wir grillen. Wenn wir grillen, also nach dem 2-3 Tage marinieren, dann der ist immer sehr zartes Fleisch und dann muss so kommen am Tisch, das muss ganz also weich und zartes kommen. Und da ist also natürlich, wir haben hier nur also Gas für die Lehmofen. Offen ist schon mit dem Lehm, aber das Problem ist, dass hier kann man nicht also mit Holz nutzen, deswegen der ist mit Gas. Mhm. Und das verleiht dann den Speisen, also dem Brot auch, den Namenbrot und den Grillspezialitäten dann ganz
besonderes Aroma, ja, oder? Ganz genau. Genau, ja, die sind unsere also Spezialitäten. Die sind ganz trocken, also Soße kommt auch noch extra mit diesen und dann Reis kommt auch. Also wir servieren alle Gerichte mit Reis. Ja. Ihr seid ja ein indisch-pakistanisches Restaurant, ihr habt einen indischen Koch, ihr selber seid aus Pakistan und diese Speisen sind traditionell eigentlich aus der ganzen Region Punjabi. Und ich habe mich gefragt, ja, ihr habt mittags offen, ihr habt abends offen, wie isst man denn eigentlich zum Beispiel in Pakistan und was isst man? Gibt es so klassisch auch Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder wie sieht das aus? Eigentlich also gibt es also drei Mahlzeiten, da sind jedes Mal also warm. Frühstück ist warm, Mittag, Abendessen ist warm und das sind also meistens Gemüse. Es gibt sehr viele Gemüse also in Pakistan, auch in Indien und auch Fleisch natürlich und so gemischt, also isst man das, ja, verschiedene Sachen. Also normalerweise, wenn wir Frühstück haben, in Frühstück ist warm, aber ein bisschen leichter essen. Wir haben immer ein Frühstück Brot und also Brot und dann die Brot machen wir immer mit Vollkorn und Butter vorbereiten. Und dann, wenn wir also Frühstück haben, dann Frühstück ist immer leichter warm, aber leichter wir machen als zum Beispiel Eier so weiter. Und dann Mittagessen ist richtige, also Nachmittag oder Mittagessen ist richtige Essen. Da machen wir also viele Essen und dann Brot, Reis. Reis wir machen nicht ganz einfach, also Basmati-Reis sogar wir machen mit Fleisch. Wir sagen das Reis, also Biryani. Der ist immer vorbereitet mit Reis gemischt und dann Abend ist auch wie also Mittag. Den drei, also wir haben also inzwischen, wir trinken immer Tee und so weiter. Zum Tee kommen wir später auch noch und ihr habt auf der Karte, sieht man auch ganz unterschiedliche Sachen mit ganz verschiedenen, ganz vielen Zutaten. Die Briten haben ja mal die Region Punjab den goldenen Spatz genannt, was ja wieder sehr gut zu Ulm passt. Woher kommt denn der Begriff goldener Spatz? Weil in Punjab ist eine Region, ist also was alles gibt eigentlich durch die Bewässerung, was aus Indien und Richtung Pakistan geht. Und wir haben also diese Früchte durch die Reis und Mais und die Zuckerrohren und auch viele also andere Gemüse und Obst, vor allen Dingen Mango und Guava und Roggengetreide und so weiter. Und deswegen haben die ja gesagt, also weil das alles in Punjab gibt, ist das goldene Spatz. Also es gibt nichts, was in Punjab nicht gibt. Okay. Ja. Und wo kauft man das dann? Also das gibt also Märkte und da kann man jede Zeit also da immer kaufen. Und das, da gibt es dann wahrscheinlich alles Mögliche? Alles und, Mögliche. Und da geht man hin und kauft oder darf man auch mal probieren? Oder? Ja, das ist das natürlich das Schönste, das mit der Probieren. In Pakistan ist das ganz einfach. Also wenn man Obst also kaufen geht, der Geschäftsmann macht das schon, oder geht ein Obst auf und er gibt ihn in die Hand und sagt, ja, probieren Sie es mal. Ja. Und wenn das schmeckt, das okay, kaufen Sie es. Wenn nicht, also lassen Sie es sein oder versuchen Sie es mal andere. Und auch wenn Sie da nicht kaufen, also da schimpfen die ja nicht. Okay. Und genauso, wenn Sie trockene Früchte kaufen gehen, da können Sie erst mal so reichlich also probieren. Bis die satt sind, dann so, ja, kaufe ich doch nicht. Okay. Und trotzdem, also da schimpfen die ja nicht. Also das sind ziemlich sehr, sehr freundlich. Ja. Ihr seid ja hier ein Familienbetrieb, kann man sagen. Neffe, Onkel, ja, noch ein Neffe arbeitet hier bei dir. Also man kann sagen, eine Gastrofamilie. Ihr seid aber nicht Gastronom per se. Also eure Familie in Pakistan waren keine Gastronomen. Aber dieses Gastgebersein, das hast du gesagt, hast du von deinen Eltern mitbekommen. Und die waren, glaube ich, auch dafür im ganzen Dorf bekannt. In Pakistan ist ja eigentlich das ganze Land also für seine Gastfreundlichkeit also sehr, sehr bekannt. Und natürlich in unserer Familie, also besonders meine Mama und Papa. Und im Dorf sind wir also ziemlich bekannt, also da, wenn jemand Besuch kommt. Und unser Haus ist das letzte Haus, also früher, jetzt nicht. Das letzte Haus im Dorf und wenn also Durchreisende, zum Beispiel früher gab es ja nicht also Autos und Motorräder oder was weiß ich, also Kutschen gab es auch, also Abend nur, am Tag, Abend nicht. Und wenn die irgendeine ostliche Richtung gefragt haben, also das ist jetzt zu spät und wir müssen übernachten. Und dann haben die unser Haus gezeigt, also da könnt ihr gehen, also die Trottel lassen euch übernachten. Und da haben wir natürlich jedes, also es gab keinen Tag, also wo keine Besucher bei uns zu Hause waren.
oft, dass so mein kleiner Bruder und ich also Abendessen und da kamen zwei Besucher, da hat die Mami gesagt, ihr könnt morgen essen, also der Besuch ist da, der ist erstmal wichtig. Okay. Und da haben wir natürlich das so morgen bekommen. Und du hast das als kleiner Junge dann auch gleich so gemerkt, okay, meine Mama hat immer zu essen für die Leute und du hast dann auch durchaus selber dann mal Leute mitgebracht und eingeladen. Das habe ich also oft gemacht, wenn Abend war und da habe ich jemanden gefragt, also die Richtung zum Beispiel, also von Ulm, also jetzt in Grimmelfingen und noch weiter. Ja. Und da habe ich gesagt, jetzt ist es so spät, also sie können doch nicht bis dahin laufen, sie können ja bei uns übernachten. Und meine Mutti hat gesagt, das ist ja toll, dass du das dem Vater nachmachst. Ja. Und habe Besucher mitgebracht und oft ist das so passiert, dass sie Abend sogar übernachtet hat dann und frühmorgen haben uns die Decke mitgenommen. War alles weg und dann gab es Ärger von der Mama, oder? Nein, hat sie gesagt, das macht er nicht. Da habe ich gesagt, einmal war ich ja sauer, habe ich gesagt, also nächstes Mal bringe ich keiner einen Gast mehr nach Hause. Da hat sie gesagt, das kannst du nicht machen. Also wenn einer so war, dann kannst du die anderen nicht bestrafen. Also bring weiterhin, passiert nichts. Das heißt, ihr durftet immer jeden mit nach Hause bringen und du lebst das auch hier immer so? Ich versuche es, ja. Du hast sogar auch schon Menschen mitgenommen nach Pakistan, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, ist ja auch immer interessant, wie aus euch Ulmer geworden sind. Du bist zum Studieren hierher gekommen erstmal? Genau, ja, ich war erst einmal in 2018 nach Deutschland für Studium gekommen und dann, also vorher habe ich also Job in Pakistan gemacht, da habe ich also freigenommen für 3 Jahre. Dann habe ich also erste Masterstudium in 2010 und dann danach zweite Masterstudium in 2012. Nach dem zweiten Masterstudium, also Deutschland hat mir sehr gut gefallen, dann habe ich also mit Job angefangen in Wiesbaden. Da habe ich also 15, also wenn habe ich also mein Studium, da also ab und zu habe ich also in indisches Restaurant in München gearbeitet. Da hat auch mir sehr gut gefallen und dann habe ich also angefangen mit Job in Wiesbaden. Nach 15 Monaten habe ich meinem Onkel gesagt, also ich wollte nicht mehr also in Firma arbeiten. Ich wollte also was machen selber. Und dann Onkel hat gesagt, dann mach mal Restaurant. Genau. Dann wir haben angefangen in 2013 mit erste Restaurant Shalimar, heißt auch Shalimar in Oberhausen. Mhm. Dann danach wir waren hier gekommen, Onkel hat schon lange hier gelebt und Onkel hat gesagt, komm mal hier, dann machen wir hier zweite auf. Dann wir haben hier zweite in 2015 aufgemacht, 3,5 Jahre vorher. Und dass du aber hier gelandet bist, das war so ein bisschen, wie soll ich sagen, es war ein bisschen, nee, Erpressung ist das falsche Wort. Jemand hat dich ein bisschen bei deinem Stolz gepackt. Erzähl mal, du bist hierher gekommen für, ich glaube, 2 Wochen College-Ferien. Also eigentlich mein ältester Bruder, der 76 nach Deutschland gekommen ist. Und ich hatte also College-Ferien und ich wollte nur 2 Wochen ihn besuchen, weil ich 4 Jahre alt war, ist mein Vater gestorben, also unser Vater. Und mein Bruder war mein Bester, also mein Bruder, mein Vater, mein Freund, mein alles. Und ich hatte einfach so Sehnsucht und die Mutti hat möglich gemacht. Dann bin ich nach Deutschland gekommen, dann habe ich ihn besucht. Und innerhalb zwei Wochen habe ich schon nach der also Mama geweint, ich war noch jung. Und damals war ich, glaube ich, 19, 20. Und ich hatte Sehnsucht und nachts ist mein Bruder aufgestanden, hat gesagt, was höre ich denn da? Und da habe ich natürlich geheult. Und dann hat er gesagt, ja, warum weinst du? Ich habe gesagt, mir fehlt die Mami. Hat er gesagt, dann geh nach Hause. Also Ausland können nur Männer leben, ja, von der Mama weit weg. Und du bist kein Mann halt. Geh zu Mama. Habe ich gesagt, gut, dann jetzt zeige ich dir. Ne? Und dann waren seine Freunde in Bonn. Und habe ich nächsten Tag also Ticket genommen, Zug von Ulm, also Bahnhof, bis Bonn. Habe ich seine Freunde besucht und ich habe gesagt, jetzt bleibe ich hier. Und denen zeige ich also, dass ich ein Mann bin. Und nach 11 Jahren habe ich also dann 11 Jahre in Bonn gelebt, habe ich gearbeitet und so weiter. Und dann hat mein Bruder gesagt, also du hast bewiesen, also jetzt komm wieder zurück nach Ulm. Habe ich gesagt, nein, ich bin noch kein Mann. Wenn ich richtiger Mann bin, dann komme ich wieder zurück. Okay. Ja gut, dann nach 2 Jahren, also wieder, da waren bis dahin 11 Jahre, bin ja so nach Ulm gekommen. Mein Bruder hat ein Taxiunternehmen gehabt. Und innerhalb 2 Wochen habe ich dann Taxischein gemacht. Und das war auch ein tolles Erlebnis. Da bin ich statt also Ulm gegangen und da war ein sehr netter Herr, der Herr Schneider. Und habe ich also mich angemeldet für Taxischein und sagte, wie lange sind Sie hier? Habe ich gesagt, 2 Wochen. Was, sagt er, 2 Wochen? Und Sie wollen ein Taxiunternehmen, also einen Taxischein machen?
kennen Sie die Stadt? Habe ich gesagt, Sie müssen alle Straßen lernen, komplette Straßen und so weiter, also die alten Häuser, Krankenhäuser, Polizeistationen, Firmen und so weiter. Und sagt er, 2 Wochen? Habe ich gesagt, ja, 2 Wochen. Und hat gesagt, da bin ich aber gespannt, also was Sie können. Und der hat alles gefragt und über Böfingen, Wiblingen, Söflingen, hat mich also gescheucht von einer Ecke in eine andere. Habe ich alle Straßen also gewusst, ziemlich viel. Und dann guckt er mich an und sagt, sag mal, wie hast du das gelernt? Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich Karachi gehe und innerhalb 2 Wochen, und da war ich leider ein bisschen großstot, habe ich gesagt, dann kommt drauf an. Ich weiß nicht, ich habe es gelernt. Habe ich gesagt, ja, Sie können mich testen, wie Sie wollen. Wie gesagt, da habe ich dann Taxischein gemacht. Und mein Bruder war auch paff, dass er sagte, wie, hast du schon geschafft? Habe ich gesagt, ja, sowas hat er mir gegeben. Ist das dein Taxischein? Und dann habe ich, wie gesagt, 93 hier Taxifahren angefangen bei meinem Bruder. Und habe sehr, sehr nette Erfahrungen gemacht, also mit Taxifahren und so weiter, sehr viele nette Menschen kennengelernt. Du bist dann auch nicht nur Taxi gefahren, sondern du bist auch, hast es ja anscheinend auch ganz gut gemacht, ne? Du bist dann? Ich habe immer versucht, das so gut zu machen, richtig zu machen, ja. Und bist dann auch zum Aufsichtsrat gewählt worden, der Taxigesellschaft. Ja, das stimmt. Also später dann, die Kollegen haben es gemerkt, ich habe niemanden also irgendeinen Auftrag weggenommen oder sonst irgendjemand. Ich habe gewartet, habe ihn nach den Namen gefragt und nur meinen Gast also eingeladen, was ich so auf meinem Display stand. Und haben die mit der Zeit lang also dann gemerkt, dass das ein schöner, ehrlicher Trottel ist. Und den kann man dann vielleicht Aufsichtsrat machen. Ja. Da war ich also Aufsichtsrat, dann war ich wieder alle 2 Jahre also gewählt. Dann haben die immer Generalversammlungen, haben die Jungs also mich gewählt, dann nochmal und nochmal. Ich möchte jetzt nicht angeben, aber dann hat der Aufsichtsrat mich also als Vorstand gewählt. Dann war ich also zeitlang Vorstand bei der Taxizentrale Ulm. Und dadurch habe ich also sehr viele nette Menschen kennengelernt. Also auch fast alle Bürgermeister und so weiter, die waren sehr, sehr nett. Hatte ich immer wieder mit denen was zu tun. Und war sehr nett, ja. Dieses, ich will nicht angeben, das höre ich nicht zum ersten Mal. Wir haben im Vorgespräch schon öfter diesen Satz gehört. Er ist aber einfach, er hat auch schon viele Sachen erlebt. Das hat gar nichts mit Angabe zu tun. Aber zum Beispiel war dieser Name Ulm 61, so war dein Rufname quasi mit dem Taxifahrer. Das war durchaus ein Begriff und zwar auch teilweise gefürchtet von diversen ehemaligen Gästen. Erzähl doch mal, was ist denn da so passiert während deiner Zeit, als du selbst Taxi gefahren bist? Da sind viele Sachen also passiert. Ulm 61, jede Taxi in Ulm hat eine Funknummer. Und früher hatten wir kein Display, sondern immer also durch den Funk so gerufen worden. Und Ulm 61 war der Funknummer von meinem Bruder. Und Aufträge kamen immer also durch den Funk. Und irgendwann mal nachts, also habe ich eine Fahrt gemacht. Und kam ich wieder am Bahnhof, war ich Letzter. Und ich hatte ja nicht so viel Ahnung von den Aufträgen noch, wie das also vermittelt wird und so weiter. Das war ganz am Anfang. Und dann irgendwann mal sagte einer Freimeldung, Chapla hat genannt irgendeinen Namen. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Dann habe ich gesagt, gut, wenn keiner nimmt, dann ich bin der Letzte. Ist doch schön, dass ich noch eine Fahrt habe. Habe ich gesagt, gut, ich nehme es. Und dann habe ich den Auftrag genommen, dann... Die Kollegen haben immer wieder gerufen, Ulm 61, also gib den Auftrag ab, gib den ab. Habe ich gesagt, wieso? Das ist doch ein ganz normaler Auftrag, den mache ich doch. Und dann hat er gesagt, du weißt nicht, wem du da abholst. Habe ich gesagt, wem hole ich da ab? Ist ein Mensch oder ein Münster? Und da bin ich dann hingegangen, da war in Michelsberg so, ein Lokal hatte, glaube ich, ich weiß nicht, wie der geheißen hat. Also ziemlich lange da, wo jetzt Apotheke ist in Michelsberg, da war ein Lokal. Und da habe ich jemanden dann reingegangen, gesagt, also ich soll den Chapla holen. Da ruft mich jemand und sagt, ja, hey, du sollst herkommen, natürlich in scharfen Ton. Hat er geschimpft, also ganz schön. Wieso, habe ich gesagt, ja, bezahl mein Taxi. Habe ich gesagt, wieso soll ich, also ein Lokal, soll ich, also, was er getrunken hat, soll ich bezahlen. Habe ich gesagt, wieso soll ich das bezahlen? Ich habe doch nicht getrunken, du hast doch getrunken, also bezahl dein Zeug selber. Dann hat er gesagt, anscheinend bist du neu. Habe ich gesagt, ja, da bin ich zwar neu, aber nur beim Taxi. Also auf der Welt bin ich schon länger. Und ich wusste ja nicht, was der von mir will. Hat er gesagt, bezahl, also ein Lokal, also was ich getrunken habe, soll bezahlen. Habe ich gesagt,
das sehe ich nicht ein, warum soll ich bezahlen? Dann, die Wirtin sagte mir, bezahl du mal und der nächste Lokal fährt er und die bezahlt dann dich und meine Rechnung und so weiter und so geht das. Ich okay, sagte, also, das kapiere ich nicht. Und der hat mal so mit mir ganz schön geschimpft, habe ich gesagt, ich verstehe es zwar nicht. Wollte mir einen hauen, habe ich gesagt, also Junge, da geht ein bisschen so weit, ja. Und dann habe ich natürlich nicht gefallen gelassen. Weil, man muss, das wusste er natürlich nicht, aber Chawet konnte leider auch Taekwondo. Nicht leider, ich habe gerne gemacht. Ja, und da habe ich natürlich mich gewehrt, ja. Und habe ich den Herr geholt und habe gesagt, also, du kannst mit allem machen, aber nicht, bitte nicht mit mir. Ja. Und du hast dann auch noch dafür gesorgt, dass der nicht nur die Rechnung bezahlt hat, sondern auch noch die Ausstellung. Ja, der hat der Kollegen also nie die Rechnung bezahlt, immer wieder. Also die hatten Schulden, aber keiner hat getraut, also von ihm Geld zu holen. Dann habe ich ihn darum gebeten, also dass er den anderen bezahlt, bitte, ja. Okay. Und was Ähnliches ist auch passiert, als mal drei Herren die Zeche prellen wollten. Muss das sein? Er will nicht angeben. Lieber erzählen. Aber sagen wir so, er hat es auch schon mit dreien aufgenommen und die waren dann relativ kleinlaut. Es gab doch. Es gab doch nette Sachen zum Beispiel. Ich habe sehr viele Freunde kennengelernt, also sind Freunde geworden. Und das war einfach sehr, sehr nett. Du hast gerade gesagt, du hast Freunde gewonnen während deiner Zeit als Taxifahrer und manche sind so gute Freunde geworden, dass du die hier aus Ulm eingepackt hast, mitgenommen hast nach Pakistan. Auch, ja. Und hast ihnen Pakistan gezeigt. Erzähl doch mal, wie das war, wie fanden sie es dort und wie hast du ihnen bewiesen, dass die Gastfreundschaft wirklich dort so groß ist? Ja, ich habe also sehr viele Leute kennengelernt durch das Fahren und eine Dame sitzt also da, Frau Norwood, habe ich durch Fahren kennengelernt, sind ja sehr, sehr gute Freunde. Sie hat einen Termin gehabt, also bei der Bank und hat einen Kollegen einen Auftrag bekommen und der hat die Klinik Blaustein nicht gefunden. Und später die Zentrale hat mich darum gebeten, fahren Sie doch bitte dahin und die Dame ist ganz schön aufgeregt und so weiter. Und bin hingefahren und die Dame war wirklich aufgeregt. Sie hat geschimpft und geschimpft und geschimpft. Habe alles zugehört und habe sie hingefahren. Normalerweise von Ulm bis Blaustein kostet eine Anfahrt. Und habe ich gesagt, da müssen Sie mir nicht bezahlen, weil Sie ja sowieso spät zu Termin kamen. Und zufällig also hatte ich wieder einen Auftrag in Blaustein. Habe ich jemanden ausgeladen, dann kam ich wieder zurück. Und die Dame stand an der Bushaltestelle. Dann habe ich sie gewunken, habe gesagt, kommen Sie, ich nehme Sie mit. Und dann habe ich sie mitgenommen, hat sie gesagt, in welche Richtung fahren Sie? Ich habe gesagt, ich fahre Sie überall, wo Sie hin möchten. Und war sehr, sehr nett, habe ich die zufrieden hingekriegt. Und da sind wir sehr, sehr gute Freunde geworden. Und da hast du quasi deine Taxitür geöffnet, aber ich wollte noch mal zurück auf dieses, in Pakistan hast du auch Türen geöffnet mit den deutschen Freunden, die dabei waren. Ja, ich habe. Und also zwar nicht Leute, von Verwandten unbedingt. Ja, mein Bruder und ich also haben mehrere Leute aus Ulm mitgenommen, also nach Pakistan, weil wir sehr, sehr gute Familienfreunde geworden sind. Und das war sehr, sehr schön. Einmal haben wir eine Dame mitgenommen und sie war mit ihrem Sohn. Und die haben sich so wohl gefühlt beim Zurückfahren. Also der Sohn hatte Theater gemacht, der hat sich versteckt, der wollte gar nicht mehr zurückkommen. Dann habe ich denen gesagt, raus hier, so wie ihr uns sagt. Habe gesagt, raus, ich heiße Ausländer. Da hat er, nein, ich will nicht gehen. Ich will. Das hat ihnen also sehr, sehr Spaß gemacht. Und wie war das mit der, ihr habt dann du hast gesagt, wir sind wirklich so gastfreundlich, weil die haben natürlich gedacht, naja klar, du bist sehr, sehr gastfreundlich, deine ganze Familie hier. Ja. Klar, die Familie ist dort wahrscheinlich auch so, aber du hast ihnen dann auch gezeigt, dass das nicht nur deine Familie ist. Was habt ihr da gemacht? Eine Dame wollte also die Hochzeit erleben, wie bei uns ist, hat sie ja nur gehört oder im Fernsehen mal geschaut. Und dann haben wir mitgenommen und gerade mein Neffe hat geheiratet. Und habe ich gesagt, gut, dann nehmen wir sie mit und zeigen wir ihr, wie das ist. Und da dauerte also ein paar Tage, bis man diese Hochzeit also vorbereitet und feiert. Und da kommen die Verwandte. Und da sind nicht wenige, also tausende Menschen. Und da bauen wir einfach irgendeinen Acker in der Nähe, ein Zelt und so weiter. Ein Zelt, also das tun wir kochen. Und
Dann hat sie ein paar Tage lang aufs Dach gegangen und hat sie gesagt, was bauen die denn da? So, vielleicht irgendein Zirkus oder so, keine Ahnung. Ich habe da Quatsch gemacht. Und wie das alles fertig war, habe ich gesagt, komm, dann zeige ich dir. Also abends sind wir rübergegangen, habe ich gesagt, schau, das haben wir alles vorbereitet. Das ist alles für Jans Hochzeit. Ja? Und das hat ihr sehr, sehr gut gefallen. Das war 4-5 Tage halt, haben wir schön gefeiert. Und wie war das mit an der Tür klopfen bei, für fremde Menschen? Das war einfach, also, weil wir durch das Land ein bisschen gereist sind, dass sie auch ein bisschen was anderes sieht. Und wir hatten mal Durst und kein Geschäft war irgendwie in der Nähe. Da habe ich gesagt, das machen wir einfach so. Irgendjemanden klopfen wir da an der Haustüre und die geben uns schon was zum Trinken. Ja, so wie hier natürlich. Das kannst du nicht machen, kriegen wir Ärger. Ich sage, nein, hier gibt es keinen Ärger. Dann haben wir da irgendeine fremde also Leute die Türe geklopft, haben gesagt, wir haben Durst und können wir was zum Trinken bekommen. Und da kam so eine nette Dame raus und hat gesagt, aber doch nicht vor der Haustüre, kommen Sie doch rein. Ich habe gesagt, ja, wir sind aber 4-5 Leute, ne? Das macht er nicht, kommen Sie rein. Und haben wir was zum Essen bekommen und einen Tee bekommen, was zum Trinken bekommen. Und die haben mir nicht geglaubt, also dass das nicht meine Verwandte sind. Da habe ich gesagt, gut, dann nächstes Mal könnt ihr irgendeine Türe aussuchen. Klopfen, klopfen wir, aber du sagst, dann gehe ich mal klopfen und sage, dass wir trinken wollen. Und dann hat sie tatsächlich eine ausgesucht und da war noch besser. Da war sie auch paff, ja. Und auch natürlich von meiner Familie, wie sie verabschiedet hat, hat sie ja Wahnsinn geheult. Und hat sie geschworen, also so liebevoll bin ich nicht mal von meiner eigenen Mutter behandelt worden, so wie von deiner Familie. Es ist immer toll, wenn einem die Leute die Tür öffnen oder auch man selber. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, ein Land tatsächlich auch kennenzulernen. Ich hatte dasselbe in Spanien. Nach einem verglückten Au-pair-Aufenthalt hat mir jemand die Tür geöffnet. Schön. Und wurde dann meine Familie. Und warum komme ich darauf? Weil ich die oft da auch besuchen gehe, wenn es kalt ist. Das ist in Granada. Und da trinken wir immer Tee Pakistani. Und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass wir heute auch in die Geheimnisse der pakistanischen Teekultur eingeweiht werden. Und da bitte ich den Neffen, ja, Tipu, zu uns und der bringt uns jetzt ein bisschen Tee. Tatsächlich ist es nämlich so, weil der eine oder andere wird sich jetzt fragen, okay, heißer Tee jetzt bei, was haben wir gefühlt hier drin gerade, 48 Grad oder so. Aber das trinkt man in Pakistan durchaus zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, das ist, da sind ja Gewürze drin, oder will er vielleicht der Tipu zählen? Geben wir ihn. Der Tipu darf uns jetzt einführen. Ja. Hi. Yeah, Tipu. Yeah. We want to know everything about the tea culture, where it's from, how you make it. So first of all, I will just say sorry that I'm just have 1 month here, so I can't speak good German. I'm sorry for that. So tea, basically, this belong to China. The name is chai. It's also in China and in Persian language also. Das heißt also, der Chai, dieser Name Chai, was wir immer denken, ist automatisch der Tee mit der Milch, kommt eigentlich ursprünglich daher, weil der Tee ursprünglich aus China kam. Yeah. Deswegen der Name exactly. Chai. So, in before 1870, the 90% of the chai or the tea produced by China. And they send it to, they sell it to British and they love to drink it. So once after 1817, some scientists, they found that in Assam and east north part of India, there are also some plants and the land is also very helpful for the tea. So they start to plant tea inside the India, which was at that time colony of British. So in very few years, they were like able to have all tea for the whole British, so there is no need to buy from China. So for the business companies, the big question was that how to promote this in whole over the world or in the India itself, because Indian people at that time, they love to drink milk because they have buffaloes or the lassi. Here we have three kinds of lassi. So what they try to do, they make a law that in all schools and offices and everywhere,
at the midday there is tea break. So like everybody is happy to have a break from the work. So they can. I will translate a little bit. So als sie dann rausgefunden haben, dass es eben auch vor Ort in Indien diesen sie den Tee anbauen konnten und quasi da ihren ganzen Tee beziehen konnten, haben sich die Business-Leute quasi gedacht, okay, jetzt müssen wir aber auch noch innerhalb von Indien den Tee quasi promoten, dass auch hier in dem Land der Tee getrunken wird. Yeah. Und eigentlich haben die Inder eher gesagt, nee, warum, wir trinken eigentlich Milch, wir trinken schon immer Milch oder Lassi, den Joghurt, Fruchtgetränk. Und dann gab es die Idee, okay, wir führen einen Standard-Tee, eine Teepause ein und in dieser Teepause dann soll man sich quasi dran gewöhnen, genau. Ach ja, da war doch was, da wird Tee getrunken. Yes. So also they introduced the railway system at that time in India. So at every railway station there is a tea stall. So the person who sells the tea is also called the chai wala, the tea person. So slowly, then people have another question because at that time people think in India that tea is kind of medicine. When you have a fever or something not good, you have to drink it, you will feel better. Also es war eher so ein als Heilmittel angesehen und nicht unbedingt als Genussmittel in Indien. Genau, so then the people, as they love to drink milk, so idea came that, okay, let's mix tea with the milk. So then tea with milk, milk chai, and then too many more herbs like cardamoms and masalas, they start putting it, and slowly it's just become the part of the culture, right? And this is why nowadays it's like, you can also. It has all of these flavors inside. Yes. I will try it. Yeah, perfect. And you have, you always said, how do you cook it? Yeah, like you have to cook first with the water. When it start boiling, after 4 or 5 minutes, you can put milk inside of it, and you can at the same time put all masalas in it. So, as we think, and my uncle also, as much you cook, more and more tasty. Okay, so you take the ingredients, you put the water, and then again and again and again and exactly. again, and then it's like really strong. Yes, it's like perfect. Yeah, wir haben es schon gesagt. Wir werden das heute noch ein paar Mal wahrscheinlich erwähnen, dass es geht ja sehr darum, diese Türen zu öffnen und andere Länder kennenzulernen. Unser nächster Gast hatte gar nicht so die Idee eigentlich, auf Reisen zu gehen oder überhaupt ein Flugzeug zu betreten und sein kleines Dorf am Bodensee irgendwie zu verlassen. Der war aber auch erst 14, als er sich verliebt hat. Und er hat sich nicht in eine Frau verliebt, nein, er hat sich verliebt in ein Instrument. Das wird er uns gleich erzählen und er hat uns heute seine große Leidenschaft, seine große Liebe mitgebracht. Heute ist bei uns, und ich freue mich ganz sehr, extra vom Bodensee hierher gekommen, Florian Schierz an den Tablas. Da geht da Dina, da Tina. Da da di da da di na da ke di la ne da di na da da di da di da ke da da di na na di na ke de na ke di na e na di na ke de na ke di na ke de na ke ding de na ke de na ke di di ke de da ke di la ne da di na da da di da tre ke da di da da di na. Thank you.
katana take the dagger take the katana ding a ding a taka ticket the tatin taka ticket the tana taka tana tana taka tana tana tata katana tana tata taka ticket the tatin taka ticket the tana taka tana tana taka tana tana tata katana tana tata taka ticket the tatin taka ticket the tana taka tana tana taka tana tana tata taka tana tana tata Ich habe dir ganz genau auf die Finger geschaut gerade. Ich habe die ganze Zeit geguckt, wo da noch Saiten dran sind oder so, weil das so ein ganz, ganz besonderer Klang ist. Also ich kann jetzt ein bisschen die verstehen, wie das ist, wenn man das zum ersten Mal sieht. Aber erzähl doch mal genau, was mit dir passiert ist, als du mit 14 auf diesem Konzert warst. Meine Eltern haben mich zu einem tollen Konzert mitgenommen mit Trinlok Gutu und Don Cherry in Singen. Und der Trilokutu, der ist ja aus Südindien. Ja. Und hat eben mit Tabla begonnen, hat aber später dann auch sein Instrumentarium erweitert. Ist ein richtiger weltberühmter Jazz-Perkussionist. Und ja, mir hat es natürlich gut gefallen, was die da beide machen. Ich war schon ein bisschen mit Schlagzeug und Klavier am Gange. Ja. So ist das, wenn man live ist. Ja. Ah, ich wollte es schon immer mal sagen. War eben mit Schlagzeugern und Klavier am Gange, deswegen war das natürlich interessant, weil Trilokutu hat auch Klavier gespielt. Naja, jedenfalls, als er dann die Tabla gespielt hat, da hat sich wirklich bei mir was getan. Also da war ich wirklich überwältigt. Und er hat ja nicht so viel gemacht, er hat nur eine Komposition sozusagen gespielt, aber das hat mich so umgehauen. Einfach dieses kleine Instrument kann so viele Töne erzeugen. Und er hat mir dann eben nach dem Konzert auch, da sind wir noch zusammengehockt am Tisch, hat er mir dann eine kleine Komposition aufgeschrieben.
Und also eben mit diesen Silben, die ich ja heute auch gesprochen habe. Und das habe ich mir dann immer über mein Bett gehängt an die Wand und habe da immer wieder hingestarrt und habe auch versucht, schon die ersten Silben, die ja nicht leicht sind für uns zu sprechen, zum Beispiel da, ein behauchtes D, also ein Deutscher sagt erstmal immer da, da, da. Ja, und so hat es angefangen, aber ich habe dann später dann erst im Zivildienst habe ich dann wirklich erst Tabla-Unterricht genommen. War jetzt wahrscheinlich auch in Singen jetzt nicht unbedingt der nächste genau. Tabla-Lehrer. Ich war wirklich aus dem Dorf und ja, das war sozusagen ewig weit weg. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich da jemals das lerne. Und kommt ja auch noch dazu, das ist ja jetzt nicht nur ein Instrument, was man jetzt hier nicht so kennt, sondern es ist auch sehr schwierig zu spielen. Es ist nicht nur, dass man jetzt keinen Lehrer findet, sondern es ist jetzt auch nicht ein Instrument, was man so, denke ich mal, nach einem halben Jahr mit einmal in der Woche Unterricht beherrscht. Ja, es geht ja nicht ums Beherrschen. Wenn man ein Instrument anfängt, dann denkt man ja nicht gleich, dass man jetzt der große Musiker wird. Also im Normalfall, denke ich. Ich habe auch nicht gleich gedacht, dass ich Musik studiere, obwohl ich immer Musik gemacht habe. Aber auch dann, als ich wirklich mit Tabla-Unterricht begonnen habe, habe ich nicht gewusst, wo ich ende damit. Und ich habe etwa nach anderthalb Jahren mich wirklich entschieden, nur Tabla zu machen. Und es lag auch an dem, dass ich so tolle Lehrer bekommen habe. In Basel, den Uday Masum da, der hat mich auch später nach Indien mitgenommen und da bin ich wirklich wie in einer Familie, dann habe ich mich in einer zweiten Familie, also die Familie nach meinen Eltern, war das wirklich wie eine neue Familie für mich, habe ich mich da wohlgefühlt. Aber eben, ich habe studiert und erst nach 10 Jahren wusste ich, dass das wirklich sozusagen meine Heimat ist. So lange hat es dann schon gedauert. Ja. Das heißt, du hast vorher schon studiert oder hast du dich bewusst schon, als du hast in Rotterdam Musik studiert? Genau. Bewusst auch Tabla studiert? Das war eben toll. Also ich denke, ohne das Studium in Rotterdam hätte ich das nicht geschafft, weil als Europäer dann diese Musik zu lernen, ist ja sowieso schwierig. Und wenn man dann eben Kollegen hat von hier, mit denen man zusammen übt und dann auch die Prüfungen meistert und dann ist natürlich genial, dass einfach, dass man halt auch hier dann nicht nur, dass man dann hier nicht so alleine ist. Ja. Erklär uns doch mal ein bisschen, wie die Tabla funktioniert. Gerne. Wenn das geht. Genau, vielleicht kannst du ihm ein bisschen das Mikrofon hinhalten oder hast du ja genau. Also die Tabla, es sind ja immer ein paar von Trommeln. Ja. Dankeschön. Es ist ja immer ein paar von Trommeln. Die eine Trommel ist jetzt schon weggepackt. Das war die Baya, das heißt übersetzt links, weil man die normalerweise mit der linken Hand spielt. Und die da, die ich jetzt in der Hand habe, das ist die Daina, das heißt eben übersetzt rechts und spielt man mit der rechten Hand. Also für Rechtshändler gilt das eigentlich so. Also es gibt Linkshändler, die spielen das gerade umgekehrt. Und zunächst sind es beides Gefäßtrommeln, weil sie eben wie ein Gefäß unten zu sind. Sie sind nicht unten auf und sind einfach mit dem Fell überspannt. Und die Baya, die ist eben eine Kesseltrommel, die ist aus Kupfer und die ist hier aus Holz. Und beide sind mit Ziegenfell überspannt und am Rand sogar dreischichtig. Also das Fell ist am Rand dreimal sozusagen übereinander gelagert, also drei verschiedene Fellschichten. Nur das mittlere Fell sozusagen ist das, das wirklich klingt. Und jetzt kommt das ganz Besondere, ist dieser schwarze Fleck hier. Deswegen habe ich jetzt die Tabla wirklich nochmal zum Angucken hier mit zum Tisch genommen. Dieser Fleck, der ist wirklich im Gegensatz zu anderen Trommeln auf der ganzen Welt sowas von besonders. Und das haben die Inder schon 400 nach Christus im Natya Shastra von Bharata haben sie das schon sozusagen beschrieben, was da passiert, was sie da machen. Damals hatten sie natürlich nur andere Materialien. Heute ist da drin Eisenpulver und Reisstärke. Und dieser Fleck macht eben möglich, dass dieses Fell wirklich gestimmt werden kann und damit ganz anders klingt wie eine andere Trommel. Und, war das dann der Moment, wo ich dachte, wo sind die Saiten, dass es so bisschen fast schon sich wie ein Zupfinstrument teilweise. Also, genau, da ist auch so ein metallischer Klang dann dabei und das kann man ganz einfach so erklären. Also das Fell, das hat zwei Grundschwingungen. Das eine, da geht das Fell hoch und runter. Das ist der Ton und dann gibt es Kreisschwingungen. Also so wie wenn man Stein ins Wasser reinschmeißt, gibt es ja so Kreise und so muss man sich vorstellen, wie das Fell sozusagen sich bewegt. Und da dämpfe ich sozusagen mit dem Ringfinger, dass eben diese Grundschwingung nicht
passieren kann. Ich halte das Fell fest, dass es von oben nach unten schwingt und kann dann auf den Rand spielen und dadurch kommt diese Kreisschwingung zustande. Und auf diesen Ton kann man dann wirklich dann, also da kann man dann mit Sita und mit Gesang und so weiter dann richtig gut zusammenspielen. Kann man auch sagen, dass es aufgrund der Komplexität des Instruments eben sich nicht eigentlich um ein rein folkloristisches Instrument handelt, sondern dass man es durchaus quasi studieren kann wie ein anderes klassisches Instrument, was jetzt hier bekannter ist? Oder... Ja, genau. Also das kann man das Instrument lernen, ohne den, sage ich mal, vielleicht zumindest eine Leidenschaft für Indien zu haben? Zum Beispiel? Ja, gute Frage. Also ich finde das eben ganz toll an der klassischen Musik, dass sie sowas von durchdacht ist und da ist ja so viel Technik drin und Gedanken, also wie Musik funktionieren kann, allein schon die Fingertechnik. Wie ich hier diese fünf Finger auf die Tabla so gut setzen kann, dass ich in so Geschwindigkeiten spielen kann. Das ist so ausgetüftelt und hat sich über die Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende im Prinzip, also die Vorgänger von der Tabla, die haben ja auch schon ähnliche Techniken gehabt. Die Sprache wurde da auch schon verwendet. Und da kann man eben wirklich 8 Stunden am Tag lang üben, ohne irgendwie an Krishna und sonst was zu denken. Und ich finde, das ist dann ein ganz natürlich einfacher Weg, um in die Kultur reinzukommen. Und in die Kultur bist du auch reingekommen? Und ich bin dann auch reingekommen, da bin ich auch sehr dankbar. Ich habe natürlich unheimlich viel mitgenommen, dann auch, dass ich in Indien sein durfte. Und so ein kleines Beispiel, als ich dann mal aus Versehen der Mutter von meinem Tabla-Lehrer auf den Fuß gestanden bin und dann halt den sozusagen gestreichelt habe. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich zum ersten Mal Pranam gemacht habe. Und dann hat sie mich in die Arme genommen und hat gesagt, you are my son. Oh, okay. Das musst du vielleicht kurz erklären. Also in Indien gibt es ja, oder in, ich denke in Pakistan auch, das ist ja die gleiche Kultur von diesen Sachen her, genau gleich. Gibt es ja diese Tradition, dass man Älteren oder Leuten, denen man Respekt zollen möchte, die Füße berührt. Das ist eine schöne Geste, aber für uns Europäer natürlich erstmal richtig komisch. Und so bin ich eben dazugekommen, das zu machen. Und dann ist mir auch so ein Licht aufgegangen, dass wenn man sozusagen diese Gebräuche, die man halt von Kindheit an so automatisch praktisch aufnimmt und macht, wenn man die sozusagen wie Kleider auswechseln könnte, dann würden wir Menschen viel leichter miteinander kommunizieren könnten. Dann würde man uns nicht so komisch empfinden, ja, wenn die einen das so machen, die anderen das so machen. Ja. Das können wir leider nicht so einfach machen, aber wir können natürlich versuchen, so viel wie möglich zumindest mal kennenzulernen. Heute Abend werden wir nicht alle Facetten natürlich zeigen können, aber wir wollen noch ein bisschen was anderes sehen auch. Du machst klassische Musik aus Nordindien, die man aber durchaus auch in anderen Teilen Indiens findet. Es gibt auch Fusion, es gibt auch mit deutschen oder mit Jazz-Stücken Gesamtkompositionen. Wir sehen jetzt und hören jetzt eine weitere Facette aus Indien. Und zwar freue ich mich, dass wir heute aus Stuttgart unsere Gäste haben vom Bombay Dance Club. Und wir sehen jetzt Lapika Ahmed mit ihrem Tanz. Lapika Ahmed vom Bombay Dance Club in Stuttgart. Und wir haben mittlerweile unsere Runde erweitert, um Sonja Sonny als Vertreterin heute Abend hier bei uns am Tisch. Du kommst auch vom Bombay Dance Club in Stuttgart. Jetzt haben wir eine Facette gesehen. Erzähl doch mal ein bisschen, was wir gesehen haben, was die Bedeutung ist. Guten Abend zusammen. Ich bin von der Bombay Dance Club. Was ihr jetzt gesehen habt, ist ein Begrüßungslied. Und die Tanzform ist Kathak. Das heißt, es ist mehr über Gestik und Mimik wird eine Geschichte erzählt. Ne? Ich habe schon gemerkt, mit den Augen, mit der Hand, mit den Mudras und alles, was gespielt ist. Und was wir in Bombay Dance Club machen, ist eine Bollywood-Fusion und modern tanzen.
Wir haben Mitglieder. Die jüngste Mitglieder bei uns ist 4 Jahre alt und Age No Limit. Jeder kann bei uns kommen, tanzen. Wichtig ist, muss man Leidenschaft für Musik und Bollywood und Tänze mitbringen. Ihr habt gesagt, ihr macht auch Bollywood, das heißt, ihr habt dieses Bollywood-Fieber ist auf jeden Fall auch hier in Deutschland schon seit ein paar Jahren angekommen. Mhm. Wer kommt denn zu euch in die Tanzschule? Wir haben Mitglieder, oder bei uns sind nicht nur die Leute aus dem Subkontinent, also India, Pakistan oder Bangladesch, sondern haben wir auch Mitglieder aus Deutschland, Rumänien, Kroatien, Slowenien, das ist ganz eine Mischung. Das heißt, jeder heißt willkommen bei uns. Was gibt es denn in Pakistan oder auch in Indien außer Tanzen? Musik spielt ja eine riesige Rolle in allen Facetten. Was gibt es denn noch für Freizeitbeschäftigung? Was ist denn so die, weiß ich nicht, das Hobby, der Sport? Der Cricket. Cricket, beides? Ja. Cricket ist, würde ich sagen, der Hauptsportart, aber heutzutage kommt andere Sportarten auch dazu. Zum Beispiel Hockey ist wieder... Volleyball. Genau. So vielfältig. Handball auch. Ja, genau. Fußball nicht so wirklich. Noch nicht. Ein bisschen zu weit. Und so vielfältig wie die ganze Kultur ist, die ganzen Tänze und so weiter, sind auch die Sprachen. Wie ist das denn bei euch sprachenmäßig? Wie viele Sprachen sprecht ihr denn? In Indien, glaube ich, sind über 16. Also mehr. In jeder Region mehr wie 16. Mhm. Und in Pakistan, du selber? Ich kann das so 2, 3 vielleicht. Ja. Du sprichst Urdu, viele Punjabi. Punjabi, also ich glaube ein bisschen Deutsch, Englisch ein bisschen. Ja. Ja, wir haben viele gemeinschaftliche Sprachen, zum Beispiel Punjabi. Hindi, Urdu ist ganz ähnlich. Ne? Wer Urdu versteht, versteht auch Hindi. Und Hindi und Urdu. Dann gibt es auch Sindhi, Gujarati, ne, die an der Grenze, wann man spricht von beiden Seiten. Ne? Pakistan und Indien beide. Wie ist es denn bei dir, Florian? Wahrscheinlich erstmal mit Englisch und hast du, kann man das lernen? Du warst ja relativ lang da, kannst du auch einen der Dialekte oder Wörter? Ja, also in der Tat ist es ein Problem, dass es so viele unterschiedliche Sprachen gibt und dass eben Englisch auch Nationalsprache ist. Da wird man sozusagen immer wieder davon weggebracht, an einer Sprache dran zu bleiben. Ich bin eben sehr oft in Kalkutta und deswegen habe ich doch ein bisschen Bengalisch gelernt und habe das auch selber dann für mich ein bisschen die Schrift gelernt und kann es auch lesen, aber natürlich nicht schnell, aber ja, aber das macht mir schon sehr viel Spaß auch, ja, die Sprache zu sprechen. Eine, du hast es schon kurz angesprochen, eine Sprache, die man eigentlich überall versteht, ist Urdu, eigentlich die Amtssprache in Pakistan, obwohl eigentlich nur 7%, habe ich gelesen, das wirklich als erste Muttersprache sprechen, aber eben als Zweitsprache spricht das jeder. Und das Interessante ist, diese Sprache muss wohl eine sehr poetische Sprache sein. Das heißt, viele Bollywood-Filme zum Beispiel oder auch andere Musikrichtungen bedienen sich dem Urdu, weil es einfach so schön klingt und wirklich gut zum Dichten ist. Auch Bollywood, wie gesagt, bedient sich dieser Sprache. Und wir wollen natürlich auch heute Abend einen Tanz sehen aus dem Bollywood-Genre. Und ich denke mal, es wird schwer sein, da jetzt nicht etwas mitzuwippen. Wir werden es gleich feststellen können. Begrüßen Sie bitte Annika Sonny von der Stuttgart Bollywood, vom Stuttgart Bollywood Dance Club. Haben wir jetzt bestimmt alle Hunger bekommen. Dein Neffe Rizwan ist schon mal schnell in die Küche geflitzt und wird jetzt gleich für uns, die wir heute hier sind, was Leckeres vorbereiten. Ich will euch ganz herzlich Danke sagen, dass ihr heute eure Tür geöffnet habt für uns. Ich glaube nicht, dass das jetzt was Neues ist, was wir heute gelernt haben, dass es ganz gut ist, einfach mal die Tür zu öffnen. Kann man auch durchaus in Ulm oder sonst so machen, einfach mal die Tür öffnen, die Leute reinlassen und sich kennenlernen.
danke euch ganz herzlich, dass ihr heute da wart. Und wir verabschieden uns von euch heute mit einem Break-up-Song. Ich hoffe nicht, dass wir uns alle trennen, sondern ich hoffe natürlich, dass wir uns alle bald wiedersehen, nämlich zum Beispiel am 7. September in Adega in Ulm oder im Oktober im Schillergarten am 5. Oktober oder am 19. Oktober im Ballhaus. Und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Vielen Dank euch allen. Vielen Dank. Und Musik auch. Ab. Ja.